bounds. Herzlich willkommen zum zweiten Video von Plage Inc. Und wir beginnen heute mit der Bakterie auf Schwierigkeit normal. Und damit schalten wir danach auch den Virus frei. Wie wollen wir es nennen? Ihr könnt ein paar Namen in die Kommentare schreiben. Wir nennen es jetzt einfach mal 3 Ausrufezeichen. Gut. Was wir letztes Mal freigestellt haben, ist hier Mutationsbonus. Den benutzen wir, und hier haben wir immer noch diesen. Aber hier haben wir auch noch was freigeschaltet. Es gibt meiner in feuchten Regionen würde es einen Vorteil geben, aber ich würde sagen, in trockenen lassen wir jetzt erstmal. Mehr haben wir ja nicht freigeschaltet. Okay, dann gehen wir jetzt auch schon. Mal gucken, wie es wird. Ich würde sagen, das wird bestimmt nicht ganz so einfach jetzt. Wir haben noch nicht so viele Fähigkeiten dazu. Aber mal gucken. Mann, wie lange lebt das? Okay, wir starten wieder mit Ägypten. Gut. So, müssen wir erstmal einfach ein bisschen warten, ist wieder ein bisschen langweilig vielleicht. Ah gut, da steigen schon die Punkte. Fünf Punkte haben wir schon, gut. Das erste kostet wieder 8, glaube ich. 9. 9 kostet es, okay. Ah gut, jetzt. Vielleicht können wir das erste schon verbessern. Ja, jetzt. Der Anfang ist, wie gesagt, immer ein bisschen langweilig. Ihr könnt auch ein bisschen vorspulen, so auf die 3. Minute. Dann passiert mehr, aber mal gucken. 35 Leute haben sich infiziert. Gut, gut. Wir müssen wieder aufpassen, dass wir Grönland als erstes infizieren. Nicht als erstes, sondern dass wir es überhaupt schnell infizieren. Weil sonst bleiben die am Ende übrig und wir haben gar keine Chance. Gut, wie kostet das andere? Kostet 10, ja. So. Langsam müsste da mal irgendwas anderes infiziert werden. Da haben wir schon hunderte Leute infiziert. Gut, gleich können wir auch noch das nächste verbessern. Die haben ja hier einen Flughafen in ihrem Land. Das ist gut. So, 9 Punkte. Die Frage, was wir als nächstes verbessern. Ich würde sagen, das verbessern wir jetzt erstmal. Dass der Viehbestand auch infiziert wird und dann über das Vieh die Krankheit weiter übertragen wird. Jetzt ist den bakteriellen Widerstand. Aber wir haben schon tausende infiziert. Läuft schon mal ganz gut bis jetzt. Jetzt ist da auch irgendwas. Jetzt haben wir auch, das ist von selbst gekommen. Selbst mutiert, das ist auch gut. Ja, wir haben jetzt schon 24.000 Leute infiziert. Ein schweres Erdbeben in Sibirien. Und mal gucken, wie viele Leute gestorben sind. Aber ist niemand dabei gestorben beim Erdbeben? Das ist natürlich komisch. So. Ah, jetzt haben wir Spanien infiziert. Gut. Jetzt geht's auch schneller. Jetzt geht's ab. Das ist schon mal gut. Jetzt geht's auch noch hier rüber. Wasser 2 haben wir jetzt schon. Jetzt geht's ja mal schneller hier. Mal gucken. Ja, da ist schon infiziert. Gut. Soweit, so gut. Ich würde sagen, als nächstes machen wir erstmal noch Luft 2 für 18. Da müssen wir aber aufpassen, dass wir uns auch um die Symptome kümmern. Ja, erstmal Luft 2 und dann können wir ein paar Symptome verbessern, würde ich sagen. Kommt schon. Wie viel brauchen wir für Luft 2? 18, okay, gut. Gut, gut. Noch 8 Punkte, dann können wir wieder das verbessern. Wow, gut.
Noch 3 Punkte. Ja, jetzt hier hinten. Wo ist ein Punkt? Ja. Okay, jetzt würde ich sagen, machen wir das nächste für 3 Punkte, dass die Leute schwitzen und da irgendwas haben. Ja, das können wir auch gebrauchen. Ja. Dadurch steigt die Infektionsrate, in warmen Ländern vor allem. Jetzt habe ich schon 160 Millionen Leute. Gut, jetzt können wir auch das letzte hier gleich machen. Jetzt müssen wir uns nicht mehr darauf konzentrieren. Jetzt werden mit Grönland bestimmt auch bald infiziert. Gut, läuft es schon. Ich würde sagen, Kälteresistenz müssen wir auch mal machen. Und dann machen wir auch noch die Übertragung über Nagetier. Ja, dann würde ich auch Hitzeresistenz machen. Und hier mal, obwohl das müssen wir noch nicht, doch das können wir auch langsam schon verbessern. Wer das Spiel auch schreibt, schreibt mal euren Highscore in die Kommentare. Meiner ist ja wie gesagt noch 33.000 auf dem anderen Gerät. 19 Punkte. Übertragen über Vögel noch, gut. Jetzt geht es auch langsam schon ziemlich schnell voran. Boah, jetzt steigen unsere Punkte. So, das könnten wir auch mal machen. Ich weiß nicht, ob wir hier schon was bei Symptomen machen sollten, lieber nur nicht. Ich würde mal das als nächstes machen, als Slime-Resistenz. Jetzt startet die Arbeit am Heilmittel. So, läuft ja ganz gut. Oh, aber Grönland wurde immer noch nicht infiziert, das ist ziemlich schlecht. Okay, gucken wir mal, welche Länder uns noch fehlen. Grönland, Schweden, Karibik und Polen. Wir müssen uns beeilen, damit der Hafen nicht geschlossen wird. Sonst haben wir ein großes Problem. Bis jetzt ist auch noch niemand gestorben. Ich würde jetzt gern schon machen, dass Leute sterben, aber dann schließt Grönland sofort seinen Flughafen. Ach, seinen Hafen. Und dann verlieren wir. Komm schon, bitte. Das sieht ziemlich schwer aus jetzt. Weil noch 2 Inseln übrig sind, die noch gar nicht infiziert sind. Ja, ist Grönland und Karibik müssen jetzt schnell infiziert werden, sonst haben wir wirklich ein Problem. Kommt schon. Grönland und Karibik, los. Ja, Grönland. Jetzt müssen nur noch schnell die Karibik, dann haben wir eigentlich gute Karten dann zu gewinnen. Gucken wir mal, was noch fehlt sonst. Ja, nur noch die Karibik, die muss jetzt schnell infiziert werden, sonst haben wir keine Chance mehr zu gewinnen. Oh, jetzt ist auch irgendwas, jetzt sterben Menschen, ja. Und da haben wir die Karibik. Okay, jetzt sind alle Länder infiziert, jetzt müssen dort nur noch die Menschen infiziert werden. Ja, da sind wieder die Kinder. So, jetzt haben wir fast alle auf der Welt infiziert. Gleich müssen wir uns um die Tödlichkeit kümmern. Gut. Jetzt sterben viele Leute. Aber wir müssen aufpassen, dass die Leute nicht zu schnell sterben. Sonst können wir sie nicht mehr infizieren. Okay. Das Heilmittel ist schon weit fortgeschritten. Da müssen wir uns jetzt auch drum kümmern. Heilmittel zu 50% schon fertiggestellt. Da müssen wir jetzt aufpassen. Aber ich würde sagen, wir sollten uns eher darum kümmern, dass die Leute jetzt schneller sterben. Und nicht, dann jetzt, das nächste Mal würde ich mal was gegen das Heilmittel tun. Aber erst müssen die Leute sterben. Okay, nicht mehr viele. Ja, jetzt steigen unsere Punkte auch gut. Jetzt müssen gleich alle Leute infiziert sein. Die gesamte Menschheit ist infiziert. Jetzt müssen sie nur noch umbringen. Und dort schnell erstmal aufpassen, dass das Heilmittel... Oh ne, wenn es 100% ist, haben wir sofort verloren.
Also jetzt ein bisschen aufpassen. Für 25 können wir machen. Gut. Am besten würde ich jetzt eher die Tödlichkeit verbessern, aber hier vollständiges Organversagen. Aber erst dann müssen wir um das Heilmittel kümmern. Ja gut, jetzt ist es ein bisschen zurückgegangen. Aber das läuft schon ganz gut. Ich denke mal, wir können es schaffen. Also Punkte steigen auch automatisch. Aber das Heilmittel geht auch ziemlich schnell hoch. Das wird ziemlich knapp werden. Ich würde jetzt gerne auf vollständiges Organversagen sparen. Aber ich denke mal, es ist besser, wenn wir erst das Heilmittel weiter aufhalten. Wow, das wird knapp werden. 30 kostet es. Okay, wir brauchen schnell 30 Punkte. Scheiße. Das wird wirklich knapp, obwohl... Komm schon, Punkte steigt schneller. Wow. Boah, 90% sind erreicht. Die Menschen sollen schneller sterben. Okay, das wird wirklich knapp. Ich denke mal, dass wir das nicht so wirklich schaffen können. Aber mal sehen, das wird echt knapp. Wenn nicht, müssen wir im nächsten Video den Krankheitstyp normal machen. Ja, aber wir werden es nicht schaffen. Mann, das war so knapp. Was kostet das? 32 Punkte bräuchten wir. Was wir noch machen können, wir können das zurückentwickeln. Da kriegen wir zwar nur 2 Punkte, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Nein, was ist das? Aber ich denke mal, wir werden jetzt leider verlieren. Es sei denn, die Menschheit stirbt jetzt schneller. 18 Punkte haben wir, wir bräuchten 32. Jetzt können wir nur noch beten, dass die Menschen schnell genug sterben. Auch noch 12 Punkte würden uns fehlen, dann würden wir es bestimmt schaffen. Ach, leider, leider. Hätten wir uns, weiß ich nicht, was wir machen müssen, hätten früher vielleicht töten sollen, die Menschen, und nicht infizieren sollen, aber dann hätten vielleicht die Flughafen sich geschlossen. Oh, es wird doch noch knapp, vielleicht schaffen die 32 Punkte. Ich könnte auch noch was zurückentwickeln, aber eigentlich will ich die Sachen nicht rückentwickeln, weil die immer noch machen Mutationschance. Aber jetzt werde ich es doch mal ein bisschen zurück machen. Okay. Okay, noch ein Punkt, vielleicht bekommen wir den jetzt. Kann schon ein Punkt von selbst kommen. Los. 95% haben die. Ja, da werde ich jetzt nochmal das zurück machen. Jetzt könnte ich auch vollständiges Organ versagen. Oder ich mache jetzt das. Das will ich machen. Weil ich auf das jetzt so schlau war. Warum geht es nicht zurück? Aber wir können auch gewinnen. 95%. Bitte heim, bitte steig nicht weiter. Noch 400 Millionen Menschen. Wir können es echt schaffen. Das wäre eine sauknappe Runde, aber wir können es schaffen. 370 Millionen Menschen. 63. Wir hätten eben vollständiges Organversagen machen müssen. Dann hätten wir gewonnen. Da haben wir leider einen Fehler gemacht. Wahrscheinlich werden wir jetzt deswegen verlieren. Jetzt können wir noch abwarten und hoffen. 96% Heilmittel. Mal sehen. 250 Millionen Menschen, 97% Heilmittel. Na, wir bräuchten irgendwas, was die Tödlichkeit steigert. Nur noch 234 Millionen Menschen. Aber leider werden wir jetzt das nicht schaffen, denke ich. War ziemlich knapp, war die Runde. Muss ich schon sagen. Leider bekommen wir dann auch keine Sachen, wenn wir jetzt verlieren. Aber bis jetzt ist ja noch nicht alles verloren. Ich denke mal, gleich wird es aber auf 98% steigen. Und dann werden wir verlieren. Aber wir können jetzt noch hoffen. 98% oder 50 Millionen Menschen. Okay, was denkt ihr? Können wir das schaffen? Das wird auch knapp werden. Vielleicht können wir hiermit auch irgendwas Gutes verbessern. Das kann auch noch tödlich enden. Ja, ich würde jetzt 97%. Ja, 1% ist zurückgegangen dadurch. Wir können es schaffen, wir können es schaffen, wir können es schaffen. Alter, das wird sauknapp. Werden wir es schaffen? Ich denke schon jetzt. Obwohl, das... Ja, es kann klappen, es kann klappen. 97%, aber sauknapp war die Runde. Aber wenn wir das jetzt schaffen, das wäre so gut. Okay. Ja, ich denke, wir werden es schaffen. Noch 23 Millionen Menschen. 22 Millionen, 21 Millionen. 20 Millionen, 19 Millionen. 98%, oh, es ist so knapp. Einmal 100% und wir sind sofort draußen. Bitte. Noch 15 und 14 Millionen Menschen.
Wenn es gleich auf 99% ist, mache ich mir in die Hose, weil dann wird es zu knapp. Aber es ist ein Symptom mutiert, vielleicht, ja, es klingt immer auf 97% gut. Noch 11 Millionen Menschen, 10,8 Millionen Menschen. Vielleicht können wir bei Symptomen noch irgendwas verbessern. 5, 9 Punkte, 10, 7 Punkte, okay. Komm weiter, schaffen wir. 9 Millionen Menschen. Es kann klappen. 8,2 Millionen Menschen. 7,5. Mega knapp. Aber ich denke mal, das klappt jetzt doch noch. Das war eine richtig knappe Runde. Lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Und wenn ihr das Spiel auch spielen wollt, einfach im Play Store installieren. Plague Inc. Also P-L-A-G-U-E-I-N-C. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Ja. 3,5 Millionen Menschen. Und da haben wir... Jetzt können wir noch was verbessern. Macht zwar kein... Die Tötung... So, egal. 97%. Noch 2,6 Millionen Menschen. 2,5, 4. Ja, das klappt jetzt. Ich denke mal, wir schaffen wir. Obwohl es immer noch passieren kann, dass die 3% gehen ziemlich schnell eigentlich. Wir sind jetzt schon im 10.01.2017. 1,8 Millionen Menschen. Kommt schon, warum sterben die denn so langsam? Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir können es schaffen. Ich denke jetzt eigentlich, wir schaffen das. Aber wer weiß. 1,3 Millionen Menschen. 1,26. Okay, gleich sind es nicht mal mehr 1 Million Menschen. Kommt schon. Ja, wir werden die Menschheit irgendwie vernichten. Noch 400.000. 300.000. 53, 300.000. Ja. 97% Heilmittel, also wir schaffen das. Und schreibt mir auch euren Highscore, wenn ihr das Spiel spielt, auch in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch einen höheren Highscore als ich momentan. Mal gucken. Und ja. Das war auf jeden Fall eine mega knappe Runde. ...12.000, 10.000, 9.000, 8.000... Ja, wir schaffen das! Und damit haben wir gewonnen! Lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Und, wie gesagt, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!